Herzlich willkommen bei Radio Niederkaltenkirchen. Wir sind im Radio, live. Wir sind nicht im Radio, wir machen einen Podcast. Ja, aber wenn wir es machen, sind wir auch im Radio. Ja, und trotzdem heißen mit wir Florian Wagner und Christian Tramitz. Das war jetzt war mal richtig gut. Das ist das Intro, bis wir das mal richtig kriegen, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Und voll in die Sendung rein. Ah, und voll in die Sendung rein. Es ist schon wieder eine Woche vergangen. Wie geht's dir? Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut die ganze Nacht über. Ich war schlaflos. Ich habe gedacht, endlich wieder Radio Niederkaltenkirchen. Und jetzt ist es endlich soweit. Was machen wir eigentlich? Ja, was wir heute machen. Ja, wir rufen wieder bei Rita an. Wir haben wieder einen prominenten Anrufer, von dem du nicht weißt, wer es ist. Und dann ruft heute die Oma wieder an. Und zwar geht es heute in den Urlaub. Oma. In Urlaub, ja. In Urlaub. Also ich nicht, leider, ich habe keinen Urlaub mehr. Weil ich habe keine Sterbeversicherung, wenn ich wegfahre. Ist halt immer die Gefahr mit über 80, dass man dann irgendwo auf der Autofähre liegen bleibt. Ne? Das stimmt. Tot. Dann wäre die Autofähre die letzte Fähre. Christian, unser Thema ist heute, wir haben ja immer so ein Überthema in jeder Folge. Heute ist Folge Nummer 3 und das Thema ist die Liebe. Oh. Oh, was fällt dir denn dazu ein? Schwierig. Oh. Schwierig. Die Liebe. Ja, was stellst du dir denn so unter Liebe vor? Was ich mir unter Liebe, also Liebe in Niederkaltenkirchen oder Liebe allgemein? Liebe allgemein, Liebe in Niederkaltenkirchen. In Niederkaltenkirchen ist die Liebe ja stets vertreten durch die On-Off-Beziehung zwischen Franz und Susi. Da fiebert ja jeder mit, wie es da weitergeht. Inzwischen gibt es ja wenigstens schon Nachwuchs, aber so ganz wirklich geklärt sind die Verhältnisse nicht. Es ist natürlich auch die partnerschaftliche Liebe zwischen Rudi Birkenberger und Franz Eberhofer, ich meine, die ja das auch, hat ja auch mit Liebe zu tun. Die ja auch wirklich oft zu Lachtränen führt, wenn die beiden ihre Abenteuer erleben. Liebe, dass man sich gegenseitig aushält, das ist ja auch irgendwie eine Form von toleranter Liebe. Und Inhalt von wahrscheinlich 60% aller Ehen. Ja, oder eben dann nicht mehr Inhalt. Ja. Dann ist auch blöd. Also Scheidungsrate nach wie vor hoch, in Niederkaltenkirchen allerdings nicht so wirklich, weil zumindest der Franz und die Susi, die sind ja noch nicht mal verheiratet, das sind vollkommen ungeregelte Verhältnisse. Vielleicht kurze private Frage, sind bei dir die Verhältnisse geregelt? Geregelt? Bei mir war nie was geregelt. Also auf jeden Fall, ich habe viele, viele Kinder, viele nette Ehefrauen, die sich untereinander teilweise auch ganz gut verstehen. Also kann man sagen, es ist alles super geregelt bei mir. Ja, na dann ist doch wunderbar. Ja. Bei mir auch. Dann können wir doch frisch in diese Sendung starten. Bei dir, bei dir hört man so wahnsinnig wenig von Liebe. Wie schaut es denn aus bei dir? Du bist ja nicht mal verheiratet, oder? Nee, ich bin nicht verheiratet, warum aber nicht? Bestens vergeben. Aha. Und arbeite hart daran. Dieses bestens vergeben habe ich von dir schon wahnsinnig oft gehört. Wenn wir uns dann das nächste Mal treffen, also dann sagen wir mal in Wochenabstand. Dann bin ich entweder immer noch bestens vergeben oder schon wieder. Oder kannst dich nicht mehr an den Namen erinnern überhaupt. Naja, die Namen weiß ich immer. Die Namen weiß ich alle. Ja. Ja. Die Namen weiß ich alle. Mit den Zeiten komme ich manchmal durcheinander. Ja, ja, so dass die sich auch manchmal überschneiden, kann das sein? Überschneiden selten, das ist mir viel zu stressig. Also das habe ich persönlich genau einmal, da war ich glaube ich so Mitte 20. Ja, erzähl mal. Und da bin ich aber dann auch mit den Namen durcheinander gekommen und das ist mir sauber auf die Füße gefallen. Ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer. Das glaube ich jetzt nicht, weil das sind wirklich wahnsinnig alte Geschichten. Wie war denn das? Also du hast eine Freundin gehabt. Ja. Dann kam eine Zweitfreundin. Das war halt auch so die Zeit, da ist man halt einfach sehr interessiert gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, die erste, die ist ja eigentlich super. Ja. Und die zweite auch. Mhm. Jetzt möchte ich ja nicht wegen der zweiten die erste. Und dann war ich drin im Schlamassel. Du hast sie sicher vorgestellt auch gegenseitig. Nein. Schau mal, das ist meine erste. Das war der Fehler. Wäre das ein Tipp von dir, dass man das so hast? Machst du das so? Also Charles Lindbergh zum Beispiel, der hatte zwei Familien. Ja, die aber nichts voneinander wussten. Nee, die wussten nichts voneinander. Da kenne ich auch jemanden. Ich kenne jemanden, der hat so mit Mitte 20 hat die festgestellt, dass ihr Vater in der gleichen Stadt eine zweite Familie hat. Faszinierend. Mit Kind auch. Mit Kindern, mit allem, ganz normal. Also quasi Halbschwester. Fürs Erbe ja, schlecht. Die hat mit Mitte 20 die waren jetzt nicht wesentlich jünger, als sie ihre Halbgeschwister kennengelernt. Vollkommen schön. Doppelt, aber du musst dir mal diesen Aufwand vorstellen, wenn du zwei Familien hast und die wissen nichts voneinander. Finanziell vor allem. Ja, und dann musst du dir immer
du musst dir mal genau merken, wann du wen angelogen hast. Das stelle ich mir am anstrengendsten vor. Ja. Weißt du, was mir gerade so ein bisschen auffällt? Unser Grundthema ist ja Liebe. Und da, wo wir jetzt gerade gelandet sind. Das hat alles damit zu tun. Ja, stimmt. Absolut. Liebe ist ein sehr vielfältiges Thema. Muss ich sagen. Ja, aufs Blatt schauen kann jeder. Ersten Rubrik und reden über Liebe mit Rita Falk. Und die rufe ich jetzt mal an. Hallo. Hallo Rita, hier sind Christian Kramitz und Florian Wagner von Radio Niederkaltenkirchen. Uns fällt wieder ist schon wieder eine Woche vorbei. Ja. Das ist ja unglaublich. Im Fluge quasi. Zeit, im Fluge. Time im Fluge, is flying. Genau. Zeit vergeht. Rita. Alles in Ordnung, bei dir, wie geht's dir? Was treibst du gerade? Stören mehr? Du, alles nice, prima. Ich bin gerade am Bügeln. Jetzt habe ich mir 3 Wochen meine Bügelwäsche angeschaut und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt greife ich an. Jetzt habe ich aber das Bügeleisen gleich wieder ausgeschaltet. Jetzt telefoniere ich lieber mit euch ein bisschen. Ja, nicht kombinieren. Das ist der Klassiker dann. Ja. Nein, nicht. Das geht nicht. Also, genau. Ich muss mich ja konzentrieren auf das Gespräch. Selbstverständlich. Ich bin ja blond, ich kann doch nicht 2 Sachen gleichzeitig. Rita, unser Thema, über das wir heute sprechen, ist die Liebe. Wir sprechen heute über die Liebe. Ich habe schon viel vom Christian erfahren, wie er zur Liebe steht. Was habe ich eigentlich gesagt? Ich weiß wieso habe ich da nichts erfahren? Wir heißen zwar Radio Niederkaltenkirchen, aber wir sind ein Podcast. Das heißt, du kannst dir das dann jederzeit anhören. Abonnieren, sagt man. Bestenfalls, wenn du es abonnierst. Ja. Wo wir schon beim Thema Liebe sind, es gibt ja immer diese stetige On-Off-Geschichte zwischen dem Franz und der Susi. Da wäre jetzt mal so ein weitsichtiger Ausblick auf die Entwicklung, würde uns jetzt, glaube ich, interessieren. Also womit kann man rechnen? Hast du da schon Ideen, dass später mal im 24. Buch sitzt dann der Franz mit der Susi auf einem Bankerl gegenüber eines dichten Nadelwaldes, so wie es dem Christian am besten gefallen wird, aus einem alten Heimatfilm, Tann, wie wir beim letzten Mal gehört. Im Heimatfilm. Der dunkle Tann. Vor dunkler Tann. Genau. Ja, also ich glaube, ich lasse an dieser Stelle dann an Christian weiterschreiben. Ja. Dann gehen sie auf eine Bank und dann sagt der Mann, normalerweise bin ich immer ganz allein da heroben. Oh. Dann schaut die Frau verschämt weg und dann kommt meistens ein Umschnitt auf irgendein Tier, also mit völlig anders belichtet, irgendein Hase, mein Gott, ein Adler. Romantisch. Ja, eben, und das wirklich, müsst ihr, ich bringe euch aber dahin, glaubt's mir. Ja, also ich merke schon, also du hast uns jetzt voll angefixt. Ich merke bei dir auch schon eine gewisse Affinität dazu. Ja, was wolltest du eigentlich fragen? Wir wollten eigentlich über was wollten wir reden? Über die Liebe. Über die Liebe zwischen Susi und Franz, genau. Schau mal, wie er das Thema immer wieder Richtung Heimatfilm zieht. Ja. Ganz neu. Ja, natürlich. Ja, würdest du eigentlich sagen, also ich meine, man spricht ja immer von Provinz- und Heimatkrimis und so, die du schreibst. Wie stehst du eigentlich selber dazu? Ich finde es okay, also ich bin ja damals auch gefragt worden vom Verlag, ob wir denn da drunter schreiben Provinzkrimi, und ich habe gesagt, ja, das machen wir, weil es ist einer. Und ich habe überhaupt gegen beide Worte nichts einzuwenden. Ich mag Krimis und ich mag die Provinz. Also warum ist das so negativ behaftet? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde das großartig. Ich verstehe es auch nicht. Ja, doch, früher hieß es dann Provinzschauspieler oder Provinz, was weiß ich. Das hatte schon mal... Das ist aber schon länger her, auch aus den 50er Jahren. Da wart ihr noch nicht auf der Welt. Ja, aber in dieser Zeit sind wir entwachsen. Also die meisten von uns zumindest. Los? Liebst du denn, was du tust? Meine Arbeit? Ja. Ja, sehr. Absolut. Ja, wenn das jetzt morgen, keine Ahnung, wenn der jetzt morgen jemand sagt, Du Falk schreibt jetzt keine Bücher mehr, dann würde ich was anderes machen. Also das ist für mich jetzt nicht, also diese Schreiberei, da hängt jetzt nicht mein Lebensglück davon ab, aber ich mache es sehr gerne und ich liebe es. Aber wenn jetzt mir morgen nichts mehr einfallen würde, was ja durchaus sein kann, ich meine, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 11, 12, 13, 14 Bücher geschrieben, plus ein Kochbuch, plus ein Haushaltsbuch. Also irgendwann ist ja vielleicht auch das Hirn ausgebrannt und keine Ahnung, dann mache ich was anderes. Dann male ich Bilder oder ich eröffne ja Kaffee am Stachus oder so. Kaffee am Stachus, okay. Ja.
Das ist keine schlechte Idee. Wieso am Stachel? Wie kommst du so? Kaffee in Niederkaltenkirchen, das war doch cool. Ach, das stimmt. Das ist wieder. Da merkt man wieder, dass du echt eine gute Geschäftsfrau bist, weil wenn ich mir jetzt vorschlage, am Stachel, ich habe mir gerade gedacht, so, Herr, Kaffee am Stachel, um Gottes Willen. Aber das ist doch total schön mit dem Springbrunnen und so. Das ist doch total, also ich finde das schön und genau. Und dann machen wir Kaffee auf. Das heißt dann Kaffee in Niederkaltenkirchen und da bedient dann die Susi und die Oma backt Kuchen und das wird total gemütlich. Und der Asi Gulpter sitzt dann immer beim Joint im Mund, hinten im Eck im Café. Ja. Nein, der sitzt auf einem Bankerl vor dem Café und raucht da sein Joint. Mhm. Und das ist der Einzige, der dann in ganz Bayern nicht verhaftet wird, weil die Polizisten da immer ein Auge zu drücken. Genau, weil das ist so, wie wenn man auf der Bühne raucht, das ist erlaubt, weil es ist ein Ausdruck von, kultureller Arbeit. Du siehst, wir haben auch, wir steigen sofort ein in diese Geschäftsidee. Ja, finde ich super. Ja, ja, also wir machen das jetzt seit wie vielen Jahren zusammen? Also wir sind ja praktisch wie siamesische Drillinge. Ja, ja. Ja, ja. Oder? Also wir könnten deswegen dann auch eine Investorengruppe gründen. Ja, absolut. Wunderbar. Ja. Genau. Also ich schaue jetzt mal, wie das am Stachus ausschaut, möchte aber trotzdem an der Stelle jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen zum Thema Liebe. Auf die Liebe. Wie schaut es aus mit Franz und Susi? Also jetzt auch gerade im nächsten Buch zum Beispiel, kann man da schon so einen leichten Ausblick geben? Haben es die beiden eher schwer oder läuft es jetzt besser oder wie schaut es aus? Also ich kann sagen, also es kommen beide Figuren drin vor. Und die Susi entwickelt sich, also die ist, die emanzipiert sich und das findet jetzt der Franz nur so Teilzeit schön. Also er findet es eigentlich ganz sexy, aber halt nicht alles, was sie so macht. Und ja, mehr verrate ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Das muss er rein. Auf alle Fälle. Total falsch. Ja, ja, oder? Natürlich, nein, sowieso. Ich kann es kaum erwarten. Das neue Buch, das Re-Ragout-Rendezvous. Wir freuen uns drauf und wir bedanken uns an dieser Stelle, dass du auch diese Woche wieder Zeit für uns gefunden hast. Schicken die allerbesten Grüße hier von Radio Niederkaltenkirchen. Und wir rufen wieder an. Ja, nächste Woche. Nein, das war jetzt eine Drohung. Ja. Das war eine Drohung. Ja. Das war ein Versprechen. Bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Servus. Ciao, ciao. Und weiter geht's bei Radio Niederkaltenkirchen mit Anruf von Christian. Wir bekommen jetzt gleich einen Anruf eines prominenten Gastes. Ja, ich bin schon ein bisschen frustriert, weil ich die ersten, glaube ich, einfach überhaupt nicht erraten habe. Ja. Aber jetzt, ich werde meine Taktik ändern. Du wirst es sehen. Pass ich auf. Bin gespannt. Jetzt pass auf. Wie immer gilt, du hast 5 Fragen, um rauszufinden, wer es ist. Mhm. 5 Fragen, ich zähle mit. Ja. Hier spricht der Christian Tramitz und der Florian Wagner und der Christian hat keine Ahnung, wer am Telefon ist. Ja, servus. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ja, bist du aus Berlin, lieber unbekannte Prominentin? Ja, das kann man so sagen. Du bist aus Berlin. Hattest du mal ein Schlüsselerlebnis mit der Polizei? Erzähl einfach mal ein bisschen, damit ich die Stimme so ein bisschen einschätzen kann. Kann mich nicht wirklich erinnern. Nee, ich bin mit der Polizei eigentlich ganz fein, muss ich sagen. Ich habe mit den Ordnungshütern eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Okay, sagt dir der Name Niederkaltenkirchen irgendwas? Ja, habe ich schon mal gehört. Ja, vielleicht ein bisschen genauer, ein bisschen ausführlicher. Red doch mal einfach weiter. Das ist ein Ort in Niederbayern. Ja. Spielt eine wahnsinnig erfolgreiche Reihe. Ja. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und Eberhofer, das klingelt bei mir, ja. Okay, jetzt habe ich dich erkannt. Du bist Annalena Baerbock. Ich bin doch nicht Annalena Baerbock. Bist du wahnsinnig? Ich habe keine Ahnung. Flori, sag's jetzt. Wir ich haben bin am Telefon Versager. Lisa Maria Potthoff. Lisa! Also, hallo, selbst ich hätte dich nicht erkannt. Du Schwein. Ich habe mich selbst nicht erkannt. Ich bin ja völlig. Wieso kannst du das so gut? Wieso kannst du so gut Berlinern? Ja, du kommst aus München. Was ist denn da los? Aber du lebst schon lange in Berlin. Ja, ich lebe schon tatsächlich lange in Berlin. Ich kann es gar nicht so gut. Ich kann es so fake gut. Ich bin ja tatsächlich in Berlin geboren, habe nur ein Jahr da gelebt. Also. Die Sprachentwicklung hat doch eher in Bayern stattgefunden, aber ich kann so dieses schlechte Berlinerisch nachmachen. Also wie manche versuchen, Bayerisch zu sprechen. Also deswegen, das war das Einzige, was mir einfiel, wo ich dachte, gut, da kann ich
Ich fand aber das, Moment, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin ja wirklich Dialekt-Fan und du hast genau dieses leichte Berlin-Proll. Ich dachte, das stimmt aber dermaßen. Ich war völlig auf dem Fall. Ich darf dir gar nicht sagen, mit wem ich dich verwechselt habe. Lisa, lass uns doch mal ein bisschen über die Susi sprechen, die du jetzt schon seit wie vielen Filmen eigentlich inzwischen spielst. Ich meine, wir haben 7 gedreht und drehen jetzt dann den 8. Kann es sein? Oder wir haben 6 gedreht und drehen den 7. Irgendwie so. Siehst du, und also seit 2012. Das ist ja immer das Interessante, aber auch wenn man den Sebastian fragt, man bekommt die gleiche Antwort. Keine Ahnung, welcher Film. Gerade, ihr seid da auch alle schon so drin in diesem Universum, oder? Wenn du weißt, oh, da kommt jetzt wieder ein Eberhofer-Film. Letztes Jahr gab es ja eine Pause, die war aber, glaube ich, jetzt gar nicht Corona geschuldet, sondern auch geplant. Ich meine, es war ursprünglich ja nie geplant, dass wir im Jahresrhythmus da die Filme raushauen. Es war ursprünglich mal ein kleiner Fernsehfilm, der dann irgendwie seinen Weg so durch Bayern gemacht hat und mit Bayern dann auch über die Grenzen hinaus und jetzt ist man da irgendwie so schon mit verwachsen, aber das war ein Prozess tatsächlich. Also ursprünglich wurde ich eingeladen zu einem Casting für einen kleinen BR-Fernsehfilm mit 3 Drehtagen. Mhm. So. Sind es 300 geworden, ungefähr. Bestimmt, oder? Gefühlt, ja. Sag mal, Lisa, du bist ja als Susi mit einem Polizisten zusammen. Bist du denn privat schon mal irgendwie mit der Polizei in Kontakt gekommen? Habe ich doch schon gefragt. Sie hat gesagt, nee, auf Berlinerisch. Ja, ich warte mal. Bin ich irgendwas klingelt da? Also ich habe noch keine Straftat begangen. Aber ich habe diverse Ordnungswidrigkeiten doch auf meinem, wie sagt man, Kerbholz. Das ist ja auch so ein schönes Wort. Man weiß ja überhaupt nicht, was das heißt. Nee, ich bin, glaube ich, so ein unbescholtenes Blatt. Sagt man das so? Ja, sagt man so, aber unbeschrieben. Ich folge dir ja immer ganz fleißig in den sozialen Medien und da habe ich jetzt auch die letzten Monate oder auch schon auch schon ein bisschen länger gesehen, dass du fleißig trainierst, unter anderem für deine ZDF-Serie Sarah Kor. Da trainierst du Krav Maga, eine israelische Kampfkunstsportart. Boah, echt? Ja. Kannst du schon? Da bist du doch jetzt eigentlich kurz, also ich meine, so eine Körperverletzung wäre dir ja jetzt ein leichtes wahrscheinlich, oder? Kannst du gut Leute vermöbeln inzwischen? Also sagen wir, für eine Frau bin ich wahrscheinlich wehrhaft. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie in Schockstarre verfallen würde und mich heulend auf den Boden werfen würde als erste Reaktion. Welche Rollen spielst du denn dann eigentlich lieber? Diese starken Frauen, die richtig auf die Schnauze hauen können? Oder so diese lieben, naiven Susis in Niederkalten? Die ist ja nicht libo-naiv, entschuldige. Naja, aber die hat schon das auch... Das ist ein Matz. Das ist ein Matz. Man sagt, das ist ein Matz, muss man schon sagen. Ja. Also spürst du lieber ein Matz oder lieber die... oder trittst du lieber Kampfsportler... über den Haufen. Ich glaube, jede Schauspielerin oder jeder Schauspieler würde sagen, man will ja eine möglichst große Bandbreite haben. Also diese ganzen Kampftechniken, so kann ich wahrscheinlich am ehesten anwenden in einer ZDF-Reihe, die ich mache. Also Sarah Kor heißt die. Da spiele ich eine Polizistin, die relativ schnell, sag ich mal, sich prügelt, jetzt so blöd gesagt. Ja, also wo wir sehr viele Kampfchoreografien haben. Und das wäre aber alleine auch total lahm, jetzt nur noch das zu machen. Wir haben immer pro Folge so ein großes Überthema. Heute ist es die Liebe. Sag mal, kannst du Und da bin ich doch genau richtig. Da bist du genau richtig. Wie schaut es bei dir in der Liebe aus? Müssen wir uns da Sorgen machen? Nee, alles gut, oder? Nee, man muss sich um mich doch überhaupt keine Sorgen machen. Na, Liebe ist doch immer da. Aber wo Liebe ist, ist auch Schmerz. Es ist doch das normale Leben, ja. Das stimmt. Dem Schmerz sitze ich gegenüber, Liebe. Sag mal, aber die Liebe der Susi zu ihrem Franz, die ist ja jetzt auch nicht so steht. Das ist ja immer eine On-Off-Geschichte. Wie würdest du dir das für die Zukunft wünschen, wenn du jetzt bei Rita bestellen könntest, wie das dann weitergeht mit euch? Wenn manche sagen, boah, also wie hält denn die Susi überhaupt noch mit dem aus? Und immer... also im Sinne von, dass die sich so unterbuttern lässt, finde ich ja gar nicht. Ich finde, sie treibt ja auch ein großer Pragmatismus. Sie war mal, weiß ich nicht, die heißeste Braut des Ortes. Er war irgendwie der steilste Hecht und hat
nichts anbrennen lassen. Und dann hat sie sich gedacht, naja, der ist schon irgendwie. Und jetzt sind so die Jahre ins Land gegangen. Jetzt haben sie ein gemeinsames Kind. Und es hat sich nichts geändert. Du bist immer noch die schärfste Braut. Danke. Muss man absolut sagen. Es wäre jetzt schlimm gewesen, wenn es nicht gekommen wäre. Nein, du hast darauf hingearbeitet. Ich habe es gemerkt. Ja, das war taktisch. Offensichtlich. Egal. Auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Also irgendwie ist sie ja jetzt so ein bisschen sicher mit einem Augenzwinkern ein sage ich mal, komödiantischer Prototyp der modernen Powerfrau geworden, die ja auch Familie und Beruf und Patchwork unter einen Hut kriegt. Was auch immer da noch an Geschichten wartet. Also es wird sicher ein ewiges Spannungsfeld zwischen den beiden bleiben. Davon lebt es ja. Stimmt. Ja, ich glaube auch ich hoffe halt nur nicht, dass sie stirbt und der nächste Mordfall um sie geht. Da würde ich jetzt mittlerweile schon traurig sein. Ja, ich glaube, irgendwie auf eine Art werden die wahrscheinlich gemeinsam alt. Ich glaube auch, das wäre, glaube ich, das Allerlangweiligste. Wenn die sich verstehen, dann ist aus. Nein, die können sich ja im Altersheim noch fetzen gegenseitig. Es ist doch auch was sehr Belebendes. Ja, finde ich auch. Ja. Find ich auch. Sag mal, aus meiner Pärchen mir sagen, wir streiten ja nie, wir verstehen ja immer die Position des anderen, da kotze ich im Strahl. Ich auch. Ich kotze denke, daneben. Nein, ich verstehe meinen Mann manchmal überhaupt nicht und ich pflege das auch. Ja, vollkommen gut. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist eine sehr gesunde Einstellung zum Leben. Wenn ihr in Niederkaltenkirchen seid und dreht, das ist ja eine große Familie, hört man ja immer wieder, ihr macht das ja jetzt auch schon alles sehr lange. Beim Film, also ihr seid ja eine große Familie, man kennt sich, der Oberbeleuchter und die Maskenbildnerin, die sitzen dann immer zusammen. Hast du da schon mitgekriegt, dass es da so ein richtig echtes Niederkaltenkirchener Baby gibt? Nein, also ein Niederkaltenkirchener Baby gibt es, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht, wer da nachts dann noch mit wem schmust. Da würde ich natürlich diskret jetzt auch meinen Mund halten und euch hier in diesem offiziellen Rahmen des Radios keine Auskunft geben und würde jegliche Aussage verweigern. Ach so, aber du weißt, wir können das immer alles anonymisieren, wir piepen das einfach weg. Das ist überhaupt kein Problem. Für uns sind das die Informationen, die wir brauchen. Wir brauchen ja brandheiße Informationen aus Niederkaltenkirchen. Was sehr lustig ist, wir sind immer in so einem Landhotel untergebracht. Ich habe jetzt den Namen vergessen, wahrscheinlich. Ja, sag's besser nicht. Sag's besser nicht. Doch, da gibt's schon einen. Nein, da gibt's einen großen Tourismus in Niederkaltenkirchen. Ich sage euch, ihr habt keine ruhige Nacht mehr, wenn du es jetzt sagst. Sag's besser nicht. Ja, das stimmt. Deswegen sage ich es nicht, selbst wenn es mir jetzt einfallen würde. Und das ist eben so ein Landhotel, /Metzgerei, /Biergarten und Event-Location. Jetzt ist, glaube ich, ganz schwer, das rauszufinden. Ja, und da findet natürlich auch immer im Herbst so ein Landjugendball statt. Aha. Und es ist dann sehr lustig, wenn wir irgendwie nach dem Dreh, weiß ich nicht, um 22 Uhr ins Hotel kommen und dann Teile des Teams noch irgendwie sagen, gehen wir noch auf den Landjugendball. Und dann morgens um 4 sich das Filmteam mit der Landjugend mischt. Mehr sage ich nicht. Ah, die Lisa. Ha, die Susi. Christian, wir kommen zur nächsten Rubrik. Die da heißt, Oma ruft an. Kannst du die Stimme schon mal auspacken? 21:22 warte, man muss immer ein bisschen schreien, ein bisschen laut sein. Ja, genau. So. Wunderbar. Warte mal, habe ich es jetzt? Ja, der Franz, so ein bisschen heißer. Perfekt. Hörst du mich? Wunderbar. Hörst du mich? Ich höre dich sehr gut. Hörst du mich? Die Frage ist, ob hörst dich du mich? Unser, die ja? Frage ist, ob dich unser Angerufener jetzt gleich auch gut versteht, denn wir rufen heute an bei einem Tourismusamt einer sehr großen norddeutschen Hafenstadt. Und du möchtest einen Wochenendausflug buchen für den Franz und die Susi, weil du als Oma Eberhofer möchtest unbedingt noch ein Enkel. Hallo! Hallo! Ja, ich bin der Eberhofer, Oma! Eberhofer Oma, und ich wollte fragen, was wollt ihr jetzt fragen? Hallo? Eberhofer Maria, mein Name. Ich rufe an aus Niederkaltenkirchen. Ich habe einen Enkelsohn, der Franz, und der möchte Urlaub machen. Und ich weiß, dass er Hamburg über alles liebt.
Und er will mit der Frau, mit der Susi, in Hamburg, würde gerne einen Urlaub verbringen. Mit den Sightseeing und so. Haben Sie da eine Idee? Gibt's da so ein Wochenende? Das wird ich bezahlen? Wäre mein Geschenk? Also wir haben ja verschiedene Angebote. Man kann bei uns ja zum Beispiel Hotel, ja, ich hab mit dem, buchen, auch mit Anreise, mit dem Online, mit der Bahn. Ja. Ich, deswegen ist es immer gut, wenn man persönlich redet mit Leuten. Man kann, unsere Angebote nicht nur online, sondern auch direkt mit uns. Direkt Telefon kann man hin. Buchen, das geht auch. Ja. Ne? Also mit uns direkt buchen, meine ich ja, Telefon. Direkt, das, mit dem Telefon. Machen wir auch. Per Telefon, genau. Ja, da können Sie, er uns ja gerne anrufen. Ne? Und, nein. Das darf er nicht. Er muss ja, das ist Überraschung. Das dürfen Sie ihm nicht sagen. Das ist eine Überraschung für den Enkel. Ja. Ah, okay. Ja. Nee, dann machen Sie das Ganze, okay. Ja, das wäre schade, wenn er draufkommt. Ja, okay. Ist die Überraschung kaputt, gell? Ja, alles klar, okay. Weil ich habe letztes Jahr, haben wir zusammengelegt und haben ihm ein Lego an. Ein Lego an haben wir ihm geschenkt. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Deswegen haben wir gedacht, jetzt machen wir Reise. Ist besser. Jetzt machen wir mal was anderes, okay. Gut. Ja, also. Dann wissen Sie erstmal Bescheid. Kann ich direkt das bestellen, die Reise, dass Sie mir die Rechnung auch nach Niederkaltenkirchen gleich schicken? Ich weiß ja im Moment gar nicht, was Sie verschenken wollen. Also für zwei Personen, also mit den ganzen Amüsierbetrieb, also mit dem St. Paul, dass das alles dabei ist. Ja, aber wir buchen ja. Also auch, kann ruhig so ein bisschen was Schlüpfriges auch. Also dabei soll ich Ihnen sonst erstmal einen Prospekt zusenden, dass Sie das ansehen oder im Internet oder was? Weil mit dem Vergnügung, mit der Vergnügungsviertelmeile auch dabei. Das wäre schön, weil das mit denen auch einmal was geht. Weil das. Wollen Sie erstmal einen Prospekt haben? Ein Prospekt. Gut, dann machen wir das. Dann gebe ich Ihnen mal die Adresse durch von mir, ja? Wir alles. Ja, okay, gut. Die Adresse, ja, wo schicken wir das hin? Das geht nach Niederkaltenkirchen. Oma. Ich brauche einmal Ihren Namen. Oma, jetzt kommt der Frau. Hast du schon wieder das Telefon? Oma, du sollst das Telefon nicht nehmen. Oma. Also da musste ich dich jetzt rausholen, weil das Problem ist ja immer, die sitzen vor ihrem Rechner, wollen die Postleitzahl eingeben keine und dann merken Postleitzahl die... Keine Postleitzahl von Niederkaltenkirchen. Es gibt keine Postleitzahl, das wäre doch eigentlich mal, könnte man doch mal... Das könnte man ja genau, man kann ja auch Briefe an den Nikolaus, an Weihnachtsmann, ich immer würde in sagen, Hamburg wir lassen sagt, die Oma mal schreiben. Bei der Deutschen Post anrufen und sagen, und nachfragen, warum Niederkaltenkirchen keine Postleitzahl hat. Ja, das ist super. Das wäre wunderbar. Sollen wir es gleich machen? Na, das machen wir jetzt nicht gleich, das sparen wir uns für eine der nächsten Folgen von Radio Niederkaltenkirchen. Du, aber apropos Hamburg, kannst du dich erinnern, wir waren mal zusammen in Hamburg. Wir? In diesem super schicken Hotel, wo wir dann an der Rezeption gestanden sind, die Schlüssel gekriegt haben und du hast noch so angegeben damit, dass du ein Loft kriegst. Kannst du dich noch an das Loft weiß erinnern? Ich. Ja, die Schwierigkeit war, ja, dass beim wie Loft immer bei mir die Tür nicht aufging. Richtig. Ja, und zwar jedes Mal. Und wir kamen nach, wo waren wir da? Beim Haberfront Literaturfestival waren wir da mit der Ritter. Wie heißt es? Haberfront Literatur. Das klingt ja wie Krieg, Pearl Haberfront. Ja, ohne Pearl. Haberfront. Nein, die erste Schwierigkeit war, dass ich ja dieses Loft nicht gefunden habe. Ja, das stimmt. Immer wieder zurück. Weil es in dem Nebengebäude war. Jo, Sie müssen einen ersten Sorg und dann gehen Sie mal rechts auf die Rückenpoppen patten tippen. Und dann bin ich zurückgekommen. Jo, haben Sie es nicht gefunden? Hab ich gesagt, nein, ich habe es nicht gefunden. Aber statt dass Sie mitgehen, nee, ich habe doch gesagt, für den Sorg, da kommt Glasscheibe. Ja. So ging es ungefähr gefühlt 17 Mal, bis irgendeiner ist dann mitgegangen, das weiß ich noch. Ja, der ist jedes Mal mitgegangen, das weiß ich noch. Weil immer, wenn du in dein Zimmer wolltest, nach dem Frühstück oder irgendwie abends, wenn wir heimgekommen sind, musstest du immer betreut in dein Zimmer gebracht werden. Ja, natürlich, weil der Schlüssel nicht ging. Ja, das lag aber nicht an mir. Ja, war sicher kein Bedienfehler. Gut, es war einmal das falsche Zimmer, okay.
da ist der Schlüssel abgebrochen. Aber das ist eine andere Geschichte. Die soll auch ein andermal erzählt werden. Die erzählen wir auch ein andermal. Und aber zwar Hamburg, bei der, wie findest du denn Hamburg überhaupt? Ja, ich finde Hamburg super. Ja? Ich bin ein großer Fan von Hamburg. Ich mag das gern. Ich auch. Also ich bin ja ein gebürtiger Münchner. Ja. Und ich finde so, München und Hamburg sind so meine... Aber das Wetter ist scheiße. Ist wirklich scheiße. Und ja, es ist anders. Es ist jeder, nicht scheiße. Jeder Taxifahrer erzählt, Joni, wir haben mehr Sonntage als in München. Ja, da, und es erklärt er einen. In Bamberg erzählen sie ja auch immer, dass sie mehr Brücken haben als Venedig. Das sind halt so Tourismusgeschichten da, da werden die Taxifahrer gebrieft. Und nie in Bamberg die Brücken. Da brauchst du richtige Kleidung für einen Schiedwetter. Einen schönen Friesennerz. Und ein paar schöne Gummistiefel. Und dann läufst du da durch die Stadt, bist du gut eingepackt. Was wollten wir eigentlich erzählen? Wir wollten gar nichts mehr erzählen, denn wir sind schon am Ende von der dritten Folge von Radio Niederkaltenkirchen. Und liebe Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie beim nächsten Mal wieder rein und vor allen Dingen abonnieren Sie uns in auf diesem Sinne. Was machen wir zwei jetzt eigentlich? Jetzt wird es traurig. Jetzt wird es traurig. Jetzt muss man wieder eine Woche warten. Muss man wieder weinen eine Woche. Ciao. Und jetzt brandaktuell. Franz Eberhofers 11. Fall. Das Reragu-Rendezvous. Als Hörbuch erschienen beim Audioverlag. Und natürlich gelesen von Christian Tramitz. Genau. Radio Niederkaltenkirchen ist eine Produktion der Gebrüder Ungehobelt Mediamanufaktur in Zusammenarbeit mit der Audioverlag. Moderation Florian Wagner und Christian Tramitz. Idee Florian Wagner und Amadeus Gerlach. Redaktion Marie Kaufmann. Regie Sebastian Feri.